But you know, there are big differences. Mercedes men are a little bit cheap. The Italian millionaires are much better. Spanish people give you a lot of money. I always wish to jump before a Maybach. First half of 20th century. Oh, look! This is a great car. This is the chance of my life. I'll show you now how to make 1,000 euro in 1 minute. Mwah! Wo ist Joey? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen? Hm? Das ist von Joey. Ich würde es gern bei ihm lassen. Es ist sowas wie sein Notizbuch. Weißt du, wo ich wohne? Er hat mich mal mitgenommen. Er wollte sie besuchen. Wo war ich? Keine Ahnung. Er hat plötzlich Schiss gekriegt und wollte nicht mal mehr klingeln. Jimmy ist eben so, ich durfte auch nicht klingeln. Wo ist er jetzt? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich das nicht weiß. Warum stellen Sie mir dauernd irgendwelche Fragen? Was soll das? Du wohnst in Long Beach? Ja, ich habe das Auto von der Freundin geliehen. Ich muss es gleich zurückbringen. Und du bist den ganzen weiten Weg bis hierher gefahren, nur um mir das zu geben? Das Zeug war wichtig für ihn. Joey ist verschwunden. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst damit machen soll. Seine Mutter kann damit nichts anfangen. Was willst du von mir? Vielleicht erinnern Sie sich einfach mal daran, dass Sie sein Vater sind. Ich muss jetzt gehen. Ich werde sofort geschickt. Gina. Was denn? Danke. Zu zweit. Wir sind zu zweit. Mein Kollege trägt eine Tarnkappe. Also kennst du sie? Vom Sehen, mehr nicht. So. Ende der Durchsage. Was mal? Warum bist du abgehauen? Du bist doch voll auf Drogen, Mann. Dealst du auch damit? Versorgst die Kids mit Drogen, ja? Komm, red schon. Nein. Das ist nur ein bisschen Eigenbedarf. Das ist ein Eigenbedarf? Ja. Wollen wir mal gucken, wie du heißt. Achim Straschek, Parkallee 13, ist keine schlechte Gegend. Jetzt pass mal auf, Achim, es gibt zwei Möglichkeiten. Variante A, ich bring dich zu den Jungs vom Drogenreferat. Die machen eine Blutprobe und eine Wohnungsdurchsuchung. Danach sieht's bei dir aus wie nach einem Erdbeben in der Türkei. Okay. Variante B. Erzählst du mir alles, was du über Marina Waltersen weißt? Nicht viel. Ich soll sie mit einer Freundin. Aber es ist so schön, wenn wir miteinander schlafen. Ich habe nie behauptet, dass ich dich liebe. Ich habe dich aufgenommen, ich habe dich getröstet. Ich halte die ganze Bude picobello und ich habe dir sogar einen Job besorgt. Hm.
beim Unternehmen irgendwo in Hamburg, dessen Chef ich nie kennengelernt habe und der irgendwo ein Postfach hat. Tolle Art, so sein Geld zu verdienen. Du scheinst ja echt ein mächtiges Problem zu haben. Was hast du eigentlich gestern Abend gemacht? Der Kühlschrank ist leer, der Fisch tot. Was? Wieso? Ich gehe in die Stadt was einkaufen. Willst du auch was? I have to say, I got pretty good taste. Surprised you, didn't I? Yes, you did. I've always been partial to diamonds. Bösartig ist das. Ich habe hier die Aussage.